Willkommen bei Tastillery. Wir verkosten für euch alle 8 Game of Thrones Whiskys. Und es geht weiter mit dem Kleinleash Reserve. House Tyrell mit dem Kleinleash Reserve. Also, was gibt es über das House Tyrell zu wissen? Es kommt aus dem Highgarden und ja, ist sozusagen ein Königreich oder ein Teil des Königreichs, das von grünen Feldern, von sehr üppigen Feldern umkreist ist und sozusagen der Garten von Westeros ist. Wir hatten ja vergangenen Sommer die Ehre, auch die Destillerie Kleinleash zu besuchen. Viele Felder drumherum im nördlichen Teil Schottlands. Tolle Hügel. An der Nordsee? Geil. Also wirklich eine spannende Destillerie. Und wir haben hier wirklich ein tolles Produkt. Mhm. Eins der limitiertesten Produkte aus der ganzen Game of Thrones Reihe. A, es ist wirklich ein Liquid, das speziell angefertigt wurde für die Game of Thrones Reihe. Plus, wir gehen hier in Fassstärke. Das heißt, Fassstärke, glaube ich. Fassstärke. Wir haben hier 51,2% und das macht das gute Stück auch so rar. Natürlich, je stärker der Alkohol ist, das heißt, der Whisky ist nicht runterfindend, desto mehr Geschmack hat das Ding, ne? Und deswegen sind sehr viele Sammler hinter dieser Abfüllung her. Und ich freue mich besonders, die aufzumachen. Absolut, es tut schon fast weh, weil es war so schnell ausverkauft und wir haben nur so wenig Flaschen davon bekommen. Aber lass es uns tun, damit alle da draußen wissen, wie dieser gute Whisky auch schmeckt. Sollen wir das Siegel aufbrechen? Bitte tu's. Okay. So. Noch eine Sache vorab, bevor ich das eingieße. Das Symbol von House Tyrell ist die Rose. Die Rose ist zwar wunderschön und floral, hat aber auch Dornen. Oha. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das gute Ding schmeckt. Das ist wirklich ein spannender Moment, diesen Whisky hier im Glas zu haben. Da habe ich mich tatsächlich persönlich am meisten drauf gefreut, den mal duften zu können. Cheers. Also, es kommen auf jeden Fall diese typischen Kleinleash-Noten durch, dieses würzige, das kräftige, diese Wachsnoten schon fast. Ja, ich bin gespannt, ob man diese Wachsnoten dann auch im Geschmack auf der Zunge bekommt. Also es ist halt wirklich so überraschenderweise floral und blumig. Für diesen starken Alkoholgehalt. Und man hat es ja auch häufig, dass wenn man Whiskys mit einem so hohen Alkoholgehalt riecht, dann beißt es manchmal an der Nase einfach aufgrund des Alkohols. Das tut es hier gar nicht. Das ist echt spannend. Ich bin echt gespannt. Oh. Oh. Im Geschmack kommt nochmal ein ganz anderer Twist dazu. Es ist eine noch viel stärkere Würze. Es kommen so maritime Meersalznoten, die auf der Zunge leicht abperlen. Ja, da geht einiges im Glas vor, ne? Also tatsächlich. Das ist richtig gut. Also es ist wirklich schon, da passiert sehr viel im Mund. Es ist eine Geschmacksexplosion. Wenn man das runterschluckt, dann hat man auch wirklich lange diesen Geschmack im Hals von dem Whisky. Also der macht wirklich Spaß. Ja. Ich dachte noch am Anfang, okay, wir sollten ein Glas Wasser mit einer Pipette hier hinstellen. Kann ja sein, dass der zu stark ist, aber dem ist gar nicht so. Das ist ein richtig tolles Ding. Also davon würde ich mir auf jeden Fall zu Hause eine Flasche hinstellen, wenn ich denn noch eine bekomme. Das müssen wir noch mal schauen. Ich glaube wirklich, die sind ganz schön rar, diese guten Flaschen, aber auch zu Recht tatsächlich, zu Recht. Ja, in der Fassstärke ist es halt nicht so einfach, so viele davon zu produzieren. House Tyrell of Highgarden mit dem Kleinleash Reserve. Meiner Meinung nach bisher die spannendste Abfüllung. Wirklich ein grandioser Whisky. Absolut gerechtfertigt, dass dieser Whisky so schnell ausverkauft war mit diesem Raritätsfaktor dabei. Wir müssen uns noch durch ganz Westeros trinken und haben ganze 3 Whiskys. 3 Whiskys, die wir noch für euch öffnen, also bleibt dran. Cheers. Cheers. Der ist nice. Der wird nice, den musst du echt verkosten.